Remle Peter beginnt mit mehr Erfahrung allgemein und Drop. Eine clevere Idee bei diesem Regen. Absolut. Ihr seht, es lässt einfach ab, was es hat. Zweiter Surf. Geht wieder für den Drop, seht ihr hier. Und da. Oh, lippt zwar ein bisschen ab, aber der Manu eigentlich schon aufgegeben. Aber in diesen Wetterbedingungen musst du einfach auf jeden Ball hoffen. Ja, es ist schon. Also der Ball verhält sich halt auch anders auf dem Netz. Das ist schwierig. Und vor allem ist es echt eine Challenge, nicht auszurutschen, wenn du hättest schon mal so. Jetzt so drüber musst du daneben sein. Dann werden sie spielen, aber du siehst, wie da sein. Ja, das ist genau das. Jetzt braucht er MC viel. Oh, und er rutscht etwa 2 Kilometer weit. Es ist leider nicht auf der Kamera, aber. Das macht es natürlich auch einfach nicht einfach. Also Boom, Bau wäre echt zu mächtig bei diesen Bedingungen. Ja, und Surf umso weniger. Aber das überzeugt für ein gutes Spiel. Und genau das wollen wir eigentlich. Wenn wir hier den Manu am Surf sehen. Gut, glaube ich. Wenn man einen zweiten Backhand macht, ist für ihn einer von der sichersten Surfs. In dem Fall nicht. Das sieht nicht danach aus. Gut für den Cut. Oder Lefty. Gut für den Lefty. Lefty, schöner Lefty. Aber Hit or Two. Und das, ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, aber nicht der Lieblingsschlag für den Sadie, absolut. Ja. Aber, ja, muss. In dem Fall, weil das Setting, es rutscht einfach weg, macht es schwieriger. Ja, die Partner muss reagieren, könnte eventuell ausrutschen und dann ist so eine Hit on Two einfach auch nicht die dümmste Idee. Da werden sie wieder spielen. Oh, der Remsi ist schon mit dem Touch. Oh, aber, oh, das Elmo in der Mitte. Und der Remi mit dem Hit on One. Leider drüber. Hallo. Drüber. Und die Frage ist, er glaubt, er hat so Schlag sind. Der Set ist ja genau dort vis-à-vis gestanden. Ja, nicht das Gefühl. Ja. Das ist echt. Ja. Aber hier sehen wir wieder, dass Sadie seine offenen Lego halt ab und zu sich auch bewähren, weil es halt so Fehler provoziert. Absolut. Er ist jemand, der sehr, sehr selten einen richtig offenen Schlag voll durchzieht. Ja. Weil er einfach an seine Defense glaubt und hier wird er wieder bestätigt. Gut für den Drop, das werden wir heute ein paar Mal sehen. Oh, und Sadie noch an der Defense. Was natürlich ein mächtiger Surf ist, jetzt bei diesen Bedingungen ist echt ein scharfer Jam. Wenn der so über das Netz drüber rutscht. Also tief bleibt und eventuell auch aus der Hand geleitet, ja. Stopp durch das Film. Römi geht aber trotzdem für den Cut. Matthias mit dem Hit of the Year. Für am Römi's Hit on One. War es vielleicht gewesen, war er drauf. Gut für den Drop. Remsi rutscht ein bisschen aus. Ja, oh, aber schöne Pull. Ich finde so Pull so fast unverteidigbar, weil sie halt so noch am Körper durchziehst. Absolut. Durchziehst. Dort, wo vorher die Füße sind, von ihm ist er eigentlich genau der Ball durch. Ja, genau. Und du kannst nicht. Und du musst auch noch ausweichen, weil er drüber jumpt über das Netz. Das ist so schwierig zu verteidigen. Ja. Eben, du musst eine Hand reinstecken, sonst irgendwie, sonst ist der Ball auch immer weg. Ja. Der Louis Marechal zum Beispiel macht das nur. Ja. Und er hat sehr, sehr viel Erfolg mit dem. Genau, den haben wir im vierten Finale gehabt. Ja. Ja, macht sehr gut. Ist okay. Louis, du machst ganz okay. Heute viel Hilfe gehabt vom Lars, darum auch relativ weit gekommen. Ja. Aber jetzt kommt es uns hier auf das Finale. Mit Rimle Peter, wo hier Louis Lars geschlagen haben. Römi, der hier gut die Lücke sieht, die kleine Lücke zwischen Sadie und Ramon. Ja, wenn jemand mit links finisht, haben wir immer das Gefühl, wir kommen dran. Der Römi aber zu präzise die Lücke gefunden. Nicht einmal so einfach. Im Hintergrund übrigens. Ui, schöne Fakes. Spiel um Platz 3 im Advanced Intermediate. Ja. Der Youngster Lukas Gerscher mit dem Basler Michael Stäbler gegen die zwei Konstante Konstanzer. Ah, nein, sorry, Entschuldigung, das ist ein Finale. Das ist ein Finale. Ja, Final, ja. Was vielleicht ein bisschen überrascht, das Basler Männerdorfer Duo. Ja. Wobei eben, also. Oder Meilener Duo. Lukas, der es echt mega gut macht und mega Fortschritte macht. Ja, mega. Wie alt? 15, 14? Ja, ich glaube. Nein, schon ein bisschen älter. Ich glaube 17 jetzt mittlerweile. Okay. Nicht ganz sicher. So, konzentrieren wir uns für das Finale, ja. Sadie legt ihn rein.
Oh, schöner Hit, Mann. Kann ich richtig viel Power generieren. Vier Front Pockets, ja. Wir haben etwas gesehen, was der Seti viel macht. Also zwei Surf einfach reinlegen. Ich glaube, er hat so eine gute Defense, dass er einfach keine Doppelfehler machen und echt. Ja, und ich glaube, die Schläge von, Manu liegen auch wirklich. Ich weiß nicht, aber. Oh. Und da ist die Fett, wo Römi und da ist. Und vom. Oh mein Gott, what? Wow. Ganz, ganz. Ah, sie reden darüber, ob der eventuell eingeklemmt war beim Remsi. Aber der ist so schnell passiert. Ja, ob der still gestanden ist, fraglich, ich glaube, es geht einfach für Redo. Redo, ja. Kurze Diskussion, innenstecken und ich glaube, das ist Redo. Ja. Ah, nein. Punkt für Rimle Peter. 5 zu 5. Okay. Sehr fair, sehr fair. Ja, für mich ist das nicht genau, was passiert. Ja, es ist so schnell gewesen, ich habe das Gefühl, fast unmöglich, dass der komplett still steht, aber ja. Hey, also alle vier an dem Netz, sehr, 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 sehr fair. Ja. Flyers 21X, wir müssen die leider enttäuschen, Österflex haben gegen Baslerinnen verloren. Während wir hier am Römi sieht Drop gesehen, bekommt auch noch eine Berührung bei der Verteidigung. Aber Sedi, Ramon, too clean. Ja. Bis jetzt eigentlich gute Sideouts, wenig Doppelfehler, kein Ass. Und trotzdem aber schon 1-2 Defense-Touches. Also Defense, die wahrscheinlich wirklich den Unterschied wird machen. Ja. Jetzt auch ein bisschen weniger nass geworden. So kann man doch auch mit relativ trockenen Ball servieren. Remsi nimmt sich da auch Zeit, um den trocken zu machen. Gut für den Ridey Cut. Römi möchte nicht spielen. Gut für den Drop. Manu ist aber da. Und da. Oh, Sedi mit einem guten Defensive Jump. Das ist schon auch ein Schlag, den Manu gerne macht. Der Backhand Steif über dem Netz und er boomt ihn auch noch mit so der Backhand, drüber. Ja. Auch ziemlich effektiv, wenn halt du weißt, dass es Kunst kommt. Dann, lustigerweise auch ein sehr Lieblingsschlag vom Sedi. Macht auch sehr gerne Backhand Booms. Ja, weil du oft halt die Person hinter dir siehst ja nicht. Und wenn du so drüber boomst. Ja, du brauchst halt einfach mehr Kraft auf den Boom als mit links, oder? Oh. Gute Hand von Manu, leider ein bisschen zu hoch. Ganz optimaler Touch. Aber echt, der Römi steht gut. Ja, kann ich sagen. Ich glaube, es ist okay, dass er seine Hand reinsteckt, weil wenn da viel Pool dahinter ist, ist auch der Römi am falschen Ort. Wenn der Sedi da wieder für einen kurzen Gut. Inspired bei Natascha Alt, Defense von ihm mit dem französischen Natascha-T-Shirt. Oh, und Römi bringt er irgendwie noch übers Netz, obwohl er da ausrutscht. Wir sehen so, Sedi, Ramon, die sind immer maximal 10 cm vom Ball entfernt, so ihre Defense. Ja. Immer eigentlich am richtigen Ort. Ja, beide Teams. Aber es geht echt darum, die Lücken auszunutzen und gut zu sehen. So sehen wir. Pressure. Und Römi und Manu nehmen sich die Bälle ein bisschen weg. Also sie sind immer, die Hand ist immer schön dort. Ja, die Idee ist, ich glaube, es ist wieder flach. Nimmt, eben mit der Hang über dem Netz und nachher echt dort den Touch provoziert, für, wenn er wirklich einen flachen Kill kommt. Aber natürlich auch schwierig, dort einen optimalen Touch zu haben. Und du hast den Reverse. Und da wird ein bisschen schwierig für den Mann zu finishen und tatsächlich forcen sie den Error nach dem Surf von Remsi. Hat fast so ausgesehen, als hätte der Set noch ein bisschen länger eingeschätzt, irgendwie so wie er sich positioniert hat und er geschlagen hat. Ja, ist ja fest auf dem Körper, nicht so einfach zum da finishen. Und ein Break! Schöner Lefty, gute Musik von Römi, aber Ramon ist dran. Weg. Und ui! Römi fast mit dem Softtouch, aber jetzt doch zwei Breaks für CR3. Ja, der Römi mit nicht vielen Optionen am Netz. Ja. Muss da direkt in Remsi reinschlagen. Sedi kommt zum Set und dann ist der Ball einfach weg mit der Qualität von Ramon. Weiter geht's. 10 zu 7. Oh! Und da ist weg. Ja. Ballabinger.
sehr Schulterhöhe, aber Manu, nur Diskussion, sagt, es ist clean. Führt zum Timeout auf der Seite von Rimle Peto. Ja, das ist, also, der hat richtig viel Speed gehabt, der Surf. Das hast du gesehen. Der hat richtig viel Speed gehabt. Du merkst einfach auf dem Netz, der Geschichte durch. Wenn das Netz nass ist und du Bau nass ist. Hai in deinen Augen? Nein, ich hätte gesagt, clean. Okay. Ja, natürlich, also von uns her schwieriger zu sehen als sie es gesehen, aber es hat jetzt auch keine Diskussionen gegeben. Darum. Nein, erstaunlicherweise habe ich auch gefunden, eng, aber wie gesagt, gönnen sich hier alles. Und dann gibt es halt keine Diskussion bei dem Surf. 11-7 Führung für Ramon und Sedi. Gibt es ein Reverse, ein Pelican Reverse oder Lefty? Ja. Schnell weg. Oh! Und da ist auch weg! Und Ramsey ist on a heater! Eieiei! Ja. Ei, ei. Richtig guten Winkel gehabt. Also der Römi stand nicht dran. Und wieder mit viel, viel Power gespielt. Also. Ja, lang dran vorbei. Und Ramsey fühlt sich jetzt richtig gut. Und wird da einfach drauf weitermachen. Oh gut, für den Drop. Manu, ein kleiner Rutscher. War wahrscheinlich eng geworden. Gut, da hat er gerade sein Gras unter den Schuhen entfernt. Ja, das ist eigentlich auch noch eine schöne Strategie, so wie er es macht. Ja, habe ich schon heute von Bahnen gesehen, lustigerweise. Oh, und das sieht ihn noch an dem Ball. Aber ja, die Becken einfach zu stark von Manu. So viel Kraft. Dahinter. Also jetzt irgendwie, das war ja nicht komplett auf dem Netz gewesen, das Set, aber echt bei diesen Bedingungen ist es fast einfacher, die wegzutun. Weil es echt so rutschig ist um neue Zone rum, mit dem abgetrampelten Gras. Dass du froh bist, wenn du jetzt noch einen Jump drüber machen musst. Oder einen Flick, ja, wo du einfach sehr tief triffst. Genau. Ich sehe mal einen schönen Kampf von Manu, aber der Ramsey hat da gut auf die Backhand. Römi jeden Touch, aber der Manu rutscht du in die falsche Richtung. Aber er ist richtig ready auf der Touch. Ja. Auf kurze Zeit, aber... Hungrig. Sind beide hungrig. Also sie wollen es. Aber jetzt momentan mit einer sehr schwierigen Situation. 5 Punkte Unterschied. Wenn der Sedi hier ein sehr tiefes Serve raushaut, aber gut non-rim. Sedi legt ihn wieder rein. Römi mit dem... Oh, du bist wieder... Oh nein, der ist... Oh, er liebt den Fall ab. Ich habe gemeint, auch, dass er den Touch. Das ist ein Touch gewesen, aber dem Fall Roland. Krass. Ist echt nicht weicher, wenn es nass ist? Weißt du das? Gute Frage. Weil es geht ja irgendwie, ich habe das Gefühl, jetzt haben wir schon 2-3 so Schläge gesehen, die so auflippen. Reyers Gefühl, das ist eigentlich das Gegenteil. Oh, tiefer Surf vom Sedi. Oh, und der Manu mit einem sehr flachen Finisher. Keine Chance zum Defenden. So, Römi am Surf, jetzt wäre es wichtig, dass sie da 1-2 Breaks zurückholen können. Ja, geht auf Risiko. Jetzt Römi am Surf. Weiter hoch. Ich sehe euch da, dass sie jeden trockenen Fleck vom Kleidungsstück noch nutzen, um den Ball wirklich trocken zu machen. 15-9, Ramsey am Surf, der geht hoch, dann nehmen sie, ja. Nicht einfach ein Set für Manu. Oh, das ist wieder so schade! Okay. Okay. Und wieder ein schöner Defensive Touch. Und was man schon muss sagen, ist, wenn sie einen Touch haben, dann machen sie meistens den Punkt auf fertig. Ja. Also das ist schon sehr beeindruckend. Beide halt, also ich würde sagen, mit Abstand die beste Setter in der Schweiz. Absolut. Und darum auch gerade bei Defensive Sachen.
Wow, geiler Schlag von Manu. Gute Entscheidung. Clevere Idee, ja. Das ist nicht einfach, weil er auf der gleichen Seite herkommt, wie der Seto kommt. Das ist immer ein schwieriger Hit. Und wählt es aber eine sehr schlaue Entscheidung. Die gleiche Richtung nochmal, jawohl. Jetzt Zeit für einen Break rauszulegen. Oh, schöner Lefty. Ramon ist aber gut dran und super Set. Ui! Was ist da passiert? Ich glaube, es geht an Rim oder sonst sowieso ein Fuß irgendwo drinnen. Ja, aber komfortable Führung. Jetzt für. Sogar deutliche Führung, würde ich sagen. CR3. Ja. Bisschen überraschend vielleicht? Ja, also. Schlussendlich sind es zwei Ass von Ramon und mehr 3-4 Defense Touches, die sie einfach direkt verwerten. Und halt kein Break auf der Seite. Oh! Ein Defense Touch! Und da ist nochmal eine! Und da haben wir Highlight Play! Oh, und der Mann bekommt aber leider nicht weg und der ist einfach gone. Ja, schön. Schön, Schlag. Sedi, ohne Diskussion bei dem Finisher. Ja, es sind einfach Manu und Römi, die nicht schaffen, Breaks zu machen. Also im Surf. Ich habe das Gefühl, vielleicht kommen im Moment auch die Zeit an, also die Hits nicht ganz so, wie sich das wünscht. Also, ja, jetzt so ein paar Sets, die ein bisschen offener sind. Und offene Sets, das ist das, was der Sedi auch liebt. Also, der ist einfach um. Und der Ramon auch, die lesen die Sets gut und sind auch da. Ja. Absolut. Also du musst echt perfekt setzen gegen die beiden und nachher einfach verschiedene Optionen haben für einen Kill. Das ist jetzt genau jetzt wie in dieser Situation perfekter Set und der Manu kann dort herkillen. Aber auch ein bisschen unkonventionelle Lösung, aber sehr, sehr schön gelöst. Ja. Da, also ja, mit dem Step in die Defense hinein, ja. Aber sehr wenige, die dann schlussendlich wirklich die Route wählen. Und darum eigentlich clever gelöst. Jetzt wichtig für Römi, Manu, auch wenn der Satz verloren ist, probieren Breaks generieren. Sedi im letzten Moment noch Nein gerufen, um den Service nicht mehr zu spielen. Und Römi am zweiten und. Zuerst vom Römi kann man auch nicht so. Also die. Ich habe das Gefühl, das ist schon etwas, was fehlt. Jetzt die Surf-Pressure oder auch die Surfs, die wirklich drauf sind. Denkst du, zum Defense-Spielen kommen? Liegt es auch am Regen? Schwierig zu sagen. Also, ich glaube, es ist wie für alle schwieriger, wenn es regnet, zu surfen. Römi ist halt auch sehr ein Variablen-Surfer, der rechts, links surft. Cut, Reverse macht ja schon zu viel. Dann wird es schwieriger mit dem Regen grundsätzlich. Aber jetzt eben wichtig für Römi, Manu, hier noch probieren, einen Break rauszuholen, herausfinden, wie sich die zwei breaken lassen. Hier mittlerweile mit einem wunderschönen Side-Out, einem schönen Flick von Manu, vom Römi. Und jetzt ist wirklich Zeit, mal so einen Break reinschnibbeln. Also der Satz, muss man sagen, im Finale von Pro Contender ist er verloren bei 19:12. Aber man muss mit Momentum in den zweiten Satz hineingehen. Und da wäre doch ein Break eine gute Option. Guter Serve von Manu, bisschen auf Netz. Oh, und ich glaube, er geht schon. Ja. Ich glaube, ja. Bleibt auch hängen oder irgendetwas. Berührung von Manu am Netz oder so. Hat es irgendwie auch noch getönt oder ausgesehen. Vielleicht die Regenjacke nicht optimal zum Blocken, gell? Also ein kurzes, ein kleines Luftkissen. Oh. Sehr gut für den Polo. Wenden wir noch schnell an Matti seine Frage beantworten. Lars und Louis gewinnen Forfait. Spiel am Platz 3, wenn der Luc und der Jönne nicht spielen. Somit Lars und Louis Podiumplatz. Vielleicht ein bisschen überraschend, aber definitiv verdient. Sehr gut gespielt, vor allem am Nachmittag. Und in der zweiten Hälfte vom Morgen. Sehr, sehr, sehr clean. Und oh, guter Römi! Und ist sehr noch am ersten Break in dem Satz. Ja. Aber auch das. Side-out, ja. Der ist schon ein bisschen hoch, aber spielen sie einfach zum. Flow in der Runde. Da ist Bray! Oh, vielleicht hinter. Oh, ich glaube, den nehmen sie nicht. Mit dem komfortablen Lead nehmen, weil sie das nicht nehmen. Und das ist ein Break für Rimmel Peter. Wird ihnen gut tun. Wird der Satz in den Scheiß. Ah, sie gehen sogar für ein Redo. Aber sie wissen jetzt vielleicht, wie sie einen Touch haben. Also, es braucht schon die Surf Pressure. Ja. Das ist natürlich wichtig. Und ein Set, das leicht offen ist. Zu verteidigen. Der erste Surf für Römi ist hoch. Weil es denkt, der Sedi wird dann wahrscheinlich spielen. Lachen auch sich gegenseitig an, der Römi hätte er wollen. Sedi entscheidet sich aber dann nicht,
Zette. Ja, vieles entscheidet bei diesem Spielstand. Guter Drop. Sedi mit einem schönen Set und der ist weg. Und das ist der erste Satz. Und ich verabschiede mich kurz dringend sagen, aber ich bin gerade wieder zurück. Ja, sicher deutlicher ausgegangen, als wir im Vorfeld erwartet haben, der erste Satz. Ja, Rimle Peter, der nicht grosses Midway gefunden gegen Zeitouts von CR3. Und auf der anderen Seite CR3, wo wirklich ein paar sehr, sehr schöne, gute Touches haben. Das harmoniert wirklich sehr, sehr gut. Also die Defense von Sedi und Ramon, die ja eigentlich nicht ein eingespieltes Team sind. Ich glaube, sie haben auch schon das Turnier zusammen gespielt. Aber ja, ich konnte sicher auch durch den Tag sehr gut abstimmen und einfach ja, halt beides komplette Round-Net-Spieler, die sich sicher auch sehr gut ergänzen mit dem Sedi, der super am Netz ist, und Ramon, der sehr gut das Set kann lesen, saubere Touches und ja, was ich auch das Gefühl habe, was Unterschied gemacht hat, ist die Sets in diesem Game für mich, Ramon und Sedi, die das kleinere Set-Game haben und dadurch so die besseren Side-Outs und Römi und Manu doch mit 1-2 Sets, die ein bisschen offener sind und die nachher halt von den beiden Defense-Profis kann verteidigt werden. Genau. Rief schon wieder zurück. Ah, ja, check! Da bin ich wieder. War, alle so, oh nein! Das ist so krass. Nein, Louis ist der Einzige, der gut zu mir gehört. Und sie machen auch keine lange Pause. Sie spielen gerade weiter bei diesen Temperaturen. Absolut. Das ist super. Begrüße mich, wo du am Verfrieren sind. Manu, Römi, was zeigen sie in dem zweiten? Reverse, aber sehr schöner Receive von Manu und super Kill. Das haben wir gesehen. Das haben wir gesehen. Und das Mal wirklich niemand dran an dem Set. How bad are you? How bad are you? Von dem her bin ich recht happy, im Druck gestanden. Nein, ich muss halt einfach noch duschen, aber Römi am Surf, zweiter Surf. Leider wieder win. Schöner Receive von Römi, guter Set von Manu und da ist schnell auch Zeit ausgekommen. Wenn die Sets perfekt reinkommen, dann wird es auch für CR3 schwierig, da Defense auszuspielen. Absolut, absolut. So, Manu am Surf, 2-2. Geht für die Backhand. Oh, der Head-On! Oh, hi, I agree. Schwierig, schwierig. Eng, aber ich glaube, hi. Es ist schwer zu sagen, was ist die höchste Höhe, die der Ramon hat. Weil im Moment vom Touch... Aber die höchste Höhe vom Ball von unserer Sicht ist definitiv über seiner Schulter. Aber vorgestellt zu dem Zeitpunkt... Zu dem Zeitpunkt ist es sehr tief, wo er rübergeht. Aber er ist natürlich im Anfangsstand sicher höher. Ich glaube, es gibt einfach ein Redo. Ja, also... Ja, auch als Observer wahrscheinlich ein schwieriger Call, weil du echt nicht... Ja, ja, die Ausgangslage von der Schulter sind relativ ich wenig. Ich würde sagen, clean, sehr, sehr fair. Sie wollen die Challenge. Ja. Nein, natürlich. Es gibt natürlich auch Mut an einem Manu. Absolut. Oh, jetzt habe ich doch gerade ein bisschen sehr kalt. Ja, aber die ja, die Füße. Ja. Ich kann eigentlich dicke Socken, aber es bringt genau nichts. Egal. Schauen wir hier. Oh Mann, gut für den clevery Drop. Oh. Super kleines Set wieder. Das ist etwas, was ich angesprochen habe, wo du vor dem Weg bist. Dass ich das Gefühl habe, dass das Setting-Game von Ramon und Sedi extrem clean ist. Und dadurch nachher auch Zeitouts halt einfach sehr, sehr, sehr schwer zu verteidigen sein. Weil du absolut, ja. Spekulieren oder vielleicht auch eine Defense anfaken. Ja.
Ramon mit dem zweiten Serve. Wie war's gut da? Righty Stance. Gut für den Righty Drop. Manu, schneller am Set als der Römi. Ja, der Römi wäre aber da gewesen. Ja, Römi wäre da gewesen. Jetzt hoffe ich, dass wir von Römi ein bisschen Surf Pressure sehen. Oh, aber Römi sind null Problem. Und da wurscht er irgendwie über den Römi drüber. Schaut einfach an. Also schon muss ich sagen, der Ramon kann so variabel hitten. Also der passt einfach an. Ja. Mega flach, wenn es muss sein. Auch ein bisschen drüber boomen, locker. Über die Hand spielen. Ups. Sicher auch eine grosse Stärke. Oh, schöner Drop. Wenn das Teddy da vielleicht nicht rutscht, Möglichkeit, um den nochmal zu berühren. Ja, ist ja doch gerade selber am Lachen, der Manu, weil es ein glücklich ist. Ja, der Teddy halt so schnell auf so Ball, zum, obwohl er schon halb überlegt, wieder aufzustehen und dann hinter rein zu gehen. Jetzt hat man irgendwelche Stakes gesehen von Manu. Ja. Du hast recht. Gut für den Ready, oh, hoch, werden sie nicht spielen. Ja. Ich habe gerade Glühwein über die Tastatur geschrieben. Ja, der Mann hat gesagt, er bringt mir Glühwein. Und ich muss sagen, ich kann fast nicht mehr. Aber es hat scheinbar noch genug gehabt, um mir über alles drüber zu lernen. Aber ist egal. Hä? Hey, wir haben ja beide Dicke. Wir sind zu dritt. Aha. Nein, Celina hat auch noch. Sorry. So, 5-4? 4-5. Waren wir noch im Surf. Wie fühlt sich eigentlich dein Körper nach so einem ganzen Tag in der Kälte spielen? Also jetzt habe ich einfach kalt. Ich muss sagen, wir haben nicht mehr weitergespielt nach dem Viertelfinale. Okay. Der Raum hat genug von diesen Bedingungen. Kann ich verstehen, tatsächlich. Ich habe nicht so viel Spiel gehabt. Also, sonst verhältnismäßig nicht so schlecht. Wird hat auch weniger gebraucht auf dem Naturrasen als auf dem Kunstrasen. Ich finde jetzt die ganzen Schläge und so. So. Aber trotzdem eigentlich toll, dass wir in so Bedingungen auf dem Naturrasen sein können. Absolut. Muss man auch sagen. Sieht ein bisschen gezeichnet aus. Sieht die braunen Flecken im Hintergrund. Ja. Aber relativ überschaubar. Und der Römi, der jetzt mehr der Lefty macht, der eigentlich sicher... Rim. Und das ist Break. Come on! Ja. Darf man auch mal so forcieren? Absolut. Manu, der viel Druck macht am Netz, am richtigen Ort steht. Oh, da haben wir den Reverse von Römi, aber einer von den besten Receiver auf der Welt. Crazy Receiver, aber auch crazy Set. Also, das ist der Ramon noch super ready gewesen. Aber wow, also bei mir wäre das ein Ace gewesen. Bei allen anderen war das wahrscheinlich ein Ace gewesen. Seht ihr aber liest das genug früh und kann sein Körper noch in die Richtung vom Reverse begeben. Rim. Römi sei clean. Ich bin eher bei Team Rim. Ich gerne bei Team Clean. Aber ich glaube, das wird einfach. Ah, nein, sie gerne. Ja. Fairer Call. Schwer zu sehen, wenn du gerade in die Defense stehst. Ich habe gefunden, der Spin ist fast komplett weg. Und jetzt Manu im Surf. Gut für Backhand, er geht für Backhand. Oh, schöne Fake. Ja. Ramsey fast ein Pitchboard, wenn er da perfekt trifft, ist er wahrscheinlich weg. Aber gut gegen den Rim. Somit zweiter Surf für den Manu. Gut nicht für Fakes, put on. Set ihn mit einem beautiful touch, as always. Super so lower push. Super clean Hit, wirklich. Ganz geil. Das ist wieder einfach ein perfektes Set, muss man sagen. Also ich meine, so ja. Gut hitten kannst du einfach nur, wenn der Set perfekt ist. Aber der Sedi in 29 von 30 Fällen setzt er auch die perfekt auf die Mitte vom Netz. Das ist einfach... Ja, also Rems ist eigentlich fast mit der gleichen Setqualität. Das ist einfach angenehm, so ein Team zu sein. Ui! Rim,
Und der Manu ist schon dran an dem, also crazy Aktion. Zweiter Surf vom Ramsey. Deckt ihn rein. Gut für den Rivers! Manu ist da. Oh! Ja, auch wenn der Ramsey hier unglücklich wegrutscht, wird es ein sehr knuspriger Soft-Touch. Ja, absolut. Aber natürlich mit dem Wegrutschen keine Chance mehr an den anderen zu kommen. Wir haben Surf. Geht er wieder für den Lefty oder macht er etwas anderes? Auch der Sedi zeigt, dass er die received. Ja, ja, ja! Sedi schaut in die Kamera, weiß es ganz genau. Da war einer für die Menge, um zu zeigen, dass ein Mann das auch receiven kann. Hit on two macht er nicht. Oh, und der Sedi mit dem schönen Backdoor-Flick. Also, ich habe das Gefühl, gegen die beiden ist wirklich kein Mittel, ein Surf nicht zu legen. Also, Emu besitzen hat das noch gar nicht funktioniert. Ja. Du musst wirklich Surf-Pressure haben. Aber ich denke, gerade bei so einem Defense-Team kann man das eben schon mal probieren. Aber sie sind wirklich momentan ein bisschen zu clean. Ja. Also, gegen halt Sedi und Ramon, die so super sind und nachher echt so variabel abschließen, wird es wahnsinnig schwierig. Ja, das ist. Ja. Fühlt sich eh nicht geil an, gegen die zu spielen. Muss man ehrlich sagen. Also, gegen Grimmel und Peter nicht, natürlich. Manu macht echt immer einen speziellen Step. Er steht, das ist noch spannend. Er. Oh! Okay. Side. Ist es ein desperate call? Ist es ein Call? Ist es kein Call? Also, so schön gemacht. Oh, und sie gehen. Okay. Dann ein paar zweiter Surf oder ist es Wiederholung? Ich weiß nicht. Wiederholung. Okay. Ah, ja. Ich glaube schon. Wow. Oh, trotzdem schönes Surf. Power drin. Und guter Set, aber da ist er dran. Oh, leider ein bisschen. Dran. Geiles Set. Oh, der Römi umlauft er. Ich glaube, die gute Entscheidung. Ah, aber haut er knapp daneben. Jetzt sind sie mal richtig, richtig gut dran. Ja, der Römi früh gesehen, dass der weggepumpt wird, ja. Läuft gut. Leider nicht der perfekte Touch. Aber der echt perfekte Set von Mann. Also. Ja, aus einer nicht einfachen Situation mit links. Absolut. Aber jetzt alles immer noch eng. Genau, 8 zu 10. Aber ja, momentan Rimmel Peter mit Aufschwung. Absolut. Und vor allem, was wir auch sehen, ist, dass sehr viele Sidehats auch eigentlich super durchbringen. In diesem Satz. Jetzt mal wichtig, auch wieder Surfs landen, dass wir da mitspielen können. Machen sie auch. Schön. Super Set. Ui! Oh! Und das Sedi fast mit einem guten Ball. Richtig Rahmen. Ja. Das war fast ein bisschen überrascht. Ja. Ja, das seht ihr. Ich glaube, selber nicht mehr dran, da dran zu kommen. Dann hat er ein bisschen zu viel Kraft dran, aber. Unglaublich, wie viel sie doch noch berühren. Und da haben wir noch mal einen Reverse vom. Oh! Und da sind wahrscheinlich beide in der Night Zone. Gut noch an Römi an, ich glaube von Manu an Römi, aber auch der Römi in der Night Zone. Eigentlich ist die Surf Pressure, die ich brauche. Weil jetzt, oh, der Set leicht offen, jetzt ist der Baby am richtigen Ort. Ja, ist auch ein guter Touch. Ja. Bisschen Pech, dass der gerade richtig ins Netz wieder geht. Und da haben wir die berühmte Backhands. Ah, Hit on two. Und Manu, gnadenlos, macht er weg. Es windet mal so richtig grusig zurück. Also wir sind richtig am Leiden hier. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin am Leiden. Das ist der Wind, der in die Füße hineingeht. Ja. Und die Füße arschkalt macht. Ja. Absolut. Und langsam wird es auch ein bisschen dunkler. Ja. Ist ja doch schon halb acht. Ja. Aber ich glaube, wir bringen das knapp noch durch, auch wenn es in den dritten Satz geht. Ja, das Gefühl, ja. So, Manu. Ein paar geile Surfs gebracht. Schöne Backhand, gute Pressure. Oh, der erste ist Point und. Jawohl, das ist die Defense Break. Ja, Sedis erste Mal mit dem nicht perfekten Set. Ist auch schwierig, muss man sagen. Weil der Ramon nimmt den. Also ja, kommt dran oder so. Die Seite. Aber er ist sehr hoch und er ist noch auf seiner Seite. Also ja.
Seti muss eigentlich fast... Aber da haben wir eine clevere eigentlich Entscheidung von Manu, den dort anzuspielen. Und da haben wir nochmal die Defensive Touch. Ui. Oh, ich glaube, Manu mit zu wenig Risiko. Der Manu mit zu wenig Risiko. Das kannst du gegen den Remision, gegen den Seti, ist das halt einfach zu wenig. Also eigentlich mit Ritene wegzubummen und der Ramon hat ihn echt perfekt. Absolut, aber ich glaube, er hat einfach nicht den Fehler machen beim Hit. Und ich glaube, das ist halt... Ja. Gerade die zwei sagen dir danke, dass du den nicht wegtust und wir bringen ihn einfach nochmal zurück. Aber das Defense-Momentum hat ein bisschen gewechselt in diesem Satz, ja. Auch das Surf-Pressure, das deutlich besser geworden ist auf Seite von Rümle Peter. Absolut, ja. Seid der erste Surfer, Ramon, zweiter Surfer, der Drop. Oh, Seid oder Clean? Seid, glaube ich nicht. Aber logischer Brim. Einmal geht ihm ja Backspin. Ja. Redo ist okay. Ich glaube, er geht ihm Seitenspin, dass er eigentlich fast gerade bleibt. Vielleicht ganz. Ganz leicht gegen ihn dreht, vielleicht. Ich glaube, Redo ist fair. Geht einen guten zweiten hoch. Geht nochmal Redo. Nein, Ramsey geht ihn. Ich möchte noch. Ah, wieder Seid. Da habe ich diesmal nicht gesehen. Geht wieder Redo. So wird es heute langsam knapp mit dem Dunkel werden. Wenn wir die Redo spielen fünfmal hintereinander, wird es schwierig. Ja, wir haben nicht Zeit. Oh, und der Jam auf den Körper. Oh, da ist ein Seti dran. Oh, der kommt nicht mehr offen. Fast noch mit Soft-Touch. Ja. So krasse Reaktion. Seti, mit Abstand, der beste Spieler, wenn es darum geht, wenn er einen Touch hat, dass er weiß, wo der Ball ist. Wenn er den Ball berührt, er weiß ziemlich sicher immer, wo der Ball angeht. Geht er offen, geht er innen, kann er, geht er gerade am Boden, dass er nochmal muss in die Hand anstrecken. Hoch? Ja. Ein bisschen high. Ja, seht ihr vielleicht ein bisschen Vertrauen verloren, der Z von dort? Die haben sie am Anfang noch gespielt. Wow, oh, der Römi wieder mit einem sauguten Surf, aber ich glaube, ja. Das sieht super gut aus, der von hier. Beim Reingehen noch gleich der Rim berührt. Ja. Auf dem Netzmikro haben wir das sicher gehört. Wir haben das leider nicht auf unseren Ohren, aber... Oh, Seti, mit viel Spin. Oh, der Römi ist dran! Ja, Seti hat ihn schon ein bisschen aufgegeben. Ja, ich glaube, richtig aus seinem Winkel hat er gesehen, ja, wie weit er wegspringt. Von uns hat er noch ein bisschen eher erlaufbar ausgesehen im Winkel von der Kamera. Schwer zu sagen, wie weit er tatsächlich geht. So, jetzt aber doch Manu und Römi mit einer komfortablen Führung. Ja, immer noch 11. 3,5 Breaks vorne. Ja. Schöne Pressure von Manu. Aber super Set, aber gleich geiler Touch. Wieder geiler Touch. Wow! Was für ein Set! Wow. Und das, meine Damen und Herren, ist ein Side-Out. Ein Side-Out. Crazy. Easy Side-Out. Hast du das Set gesehen vom Set? Ihr ja. Luft wirklich perfekt. Am Kumpen noch ausrichten in der Luft. Ja. Irgendwie noch richtig Remse bekommen. Ah, dreht sich da noch dreimal um seine eigene Achse, um den Pull dann auch wirklich wegzubekommen. Also das ist sicher ein Bauwechsel für Insta, also, wenn das immer kann pinnen. Pin it. Oh, ich bekomme den Krampf. Oh, oh der ist knusprig, aber ein Superset! Oh. Superset von Manu! Was ich geil finde, wird die richtige Bedeutung von den Sets in diesem Spiel echt wie richtig wichtig die sind. Also, crazy. Ja, aber auch mit dem Römi halt ein super Hit auch, weil du sicher bist, du bekommst ihn in den Netznähe und der Römi bekommt ihn ziemlich sicher weg gegen auch eine Doppeldefense. Ich zeige es halt hier, aber das Set ist natürlich sensationell gesehen. Seti setet auch, locker aus Hüfte und wieder Touch! Oh! Ich glaube, der Manu könnte noch setten, ich glaube, das hätte er auch wollen. Ja, wahrscheinlich, also hier halt im Kehren. Ja, mega schwierig, mega schwierig. Aber ich glaube, der Manu rechts auch auf, dass er den nicht ein bisschen höher bekommen hat. Aber geiles Spiel, das wir gerade gesehen haben. Aber richtig, richtig cooles Spiel. Würdiges Finale und trotz der widrigen Bedingungen liefern die richtig, richtig ab. Momentan zeigt immer noch alles richtig dritter Satz. Ja. Es sind zwar noch 2,5. Nein, es sind immer noch 3,5 Breaks. Ja, gute und das macht der Manu wie fast kein anderer. Oh! Ah nein. Wir haben hier kurz das Bild verloren.
Aber ich glaube, wir sind immer noch live. Ja, yeah, wir sind immer noch live. Alles gut, alles gut, alles gut. Ah, ist das Break gewesen? Nein. Hä? Wow! Okay, der Sedi Geist. Der Manu ist der Sedi. Wow. Ja, definitiv heute nicht so oft passiert. Nein. Also ich weiss nicht, Matu, Niki. Sicher auch bei Aces gefallen. Ja, das stimmt, ja. Aber auch eine super schöne Backhand gewesen. Und dann geht er nochmal dafür. Ja. Jetzt schon eine komfortable Führung. 18-13. VR Breaks. Ein Tipp auf den Rizat. Ja, bei 18-13. Ja. Da musst du nicht mehr. Ja. Ich glaube, du musst nicht so viel Angst haben ums Geld. Nee. Kein Toss, aber sie spielen trotzdem. Und da ist weg. Laut Run in Germany und IRF-Regeln muss es ein klarer Toss sein. Solange man den Toss nicht sieht, egal ob 10 cm oder nicht, ist es nicht clean. Aber hey, bei mir Put-On sagt dir niemand, wenn du den Toss nicht siehst. Schöne Surf-Pattern von Manu. Und Break? Ramon, back! Was? Break? Surf-Break? Remy, der nicht mehr gut dran kommt, um den zurückzusetzen. Und ist noch etwas zu holen in diesem Satz? Ja. Jetzt wäre der Moment, um es zu machen. 15-18 dann schon nicht mehr so klar. Und wieder Reverse und wieder schwierig, aber oh! Und der Satz safe in die Set von Manu. Ziemlich sicher. Richtig wichtiger Punkt, ja. Ganz, ganz geil. So. Wow! Wir haben Qualität. Das sind geile Sets. Ja. Ich würde wirklich so eine Compilation machen jetzt aus diesen beiden Sets. So Zug immer. Patz, alle mit genau. Netz, alle mit Netz, alle mit Netz. Genau. Also, so geil. Ich habe mich auch no hesitation zu dem Weg machen. Gut für den Slow Reverse. Ja, jetzt. Knapp an den Rand. Draufhauen. Oder drinlegen. Ah, draufhauen. Sie sind 4 Punkte voraus. Ah, ja, oh, legt ihn drin. Ich glaube, oh, und der Manu rutscht aus. Oh. Vielleicht eine gute Entscheidung, nicht? Also, gegen andere Teams. Gegen andere Teams, ja. Ja, ich glaube, der Remi sind nicht der beste Schlag rausgehauen, aber vielleicht hat er schon gesehen, dass der Manu da rutscht und dann weiss, dass er mit links nicht volles Risiko gehen muss. Ja. Seht ihr, wo ihm da extra auf die linke Hand setzt, weil dort die Defense nicht steht. Manu rutscht aus, muss auch nicht riskieren. Hauptsache weg. Jetzt, was sehen wir? Drop? Nein, gut für den Jam. Dann haben sie nicht. Sie erwarten nicht wahnsinnig viel Surf-Pressure vom Sedi. Und wieso auch, wenn das so clean wie sie ist? Genau. Aber ein bisschen Mühe. Und der Sedi. Der wird schwierig. Ja, der wird schwierig. Da habe ich das Gefühl gehabt, sie waren einen kurzen Moment nicht sicher, wer für einen geht auf ein Set. Weil eigentlich hat er beide Zeit, um rechtzeitig dort zu sein und nachher wird es ein knapp für den Ramon. Ja. Jetzt ein Satzbau. Das Ticket für den dritten Satz. Lösen Sie das jetzt schon oder geht es über das Sideout? Gute Cut. Super schönes Set. Oh, ein wunderschöner Push. Ja, mega smarter Hit. Also es sieht alles so aus, als würde man pullen und... Fingerspitze ja, vom Sedi. Und dann noch ins Netz. Also in dem Moment, du hast so viel Pressure, du hast Satzball gegen dich und nachher machst du. Wie viel Geld würdest du auf 4 Breaks vom Ramon setzen? 3 Breaks. Einen haben wir! Einen haben wir! Also jetzt sind es noch 2. Also, ich sage, 3x1 kann er sie nicht. Das habe ich zu viel nicht möglich. Das Timeout jetzt noch? Ja. Ich denke, es ist gut. Ist gut, ja. Ist gut, weil auch wenn du eigentlich einen Satzbau hast, die anderen können sich nochmal überlegen, so fuck, mit einer schwierigen Situation. Also im Volleyball ist es ein No-Brainer, aber du hast auch mehr Timeouts. Du hast 2 Timeouts im Volleyball. Ja. Aber bei einem Satzball, wo jemand gerade am Surfen ist, immer. Probierst du ein Eisen? Ja. Ja, ich finde es ein super Timeout. Sie brauche ich auch nicht noch ein zweites in diesem Satz. Nein, also ich meine, erstens haben sie kein zweites und zweitens haben sie es nicht gebraucht. Und dann, genau. Wenn du schon eins hast, ja. Focus und on receiving, ja. Eben ein bisschen den Ramon eisen. Ja.
Und sie sind ja auch confident. Bis jetzt haben sie sehr, sehr gut received. Aber 28 ist alles, ja, alles offen. Ja, sind immer noch zwei. Sind immer noch zwei Breaks. Ja, ja, schon dafür, dass sie das High bringen. Weil sie auch wirklich also super receive grundsätzlich. Oh, schöne Reverse. Und Manu. All day, every day. Backhands. Backhand, boom. So, wir dürfen den dritten Satz sehen. Meine Füße freut es nicht, aber das Runnet-Herz freut es. Ja, also ich hocke schon seit irgendwie 5 Stunden an dem Tisch. Ja. Die Füße sind nicht wärmer geworden in der Zwischenzeit. Aber das Runnet-Herz, wie du sagst, das wird wärmer und wärmer. Absolut, ja. Was erwartet uns im dritten Satz? Ja. How it predictions in the chat? Ja. Während wir hier den drittplatzierten Louis auf dem Stream sehen. Es ist spannend, weil ich bin gar nicht so sicher, wo jetzt das Momentum liegt. Oh, ich glaube, sie gehen von Observer, sorry. Observing? Louis? Observing? Okay. Okay, ja. Sie haben gleich paar ins dritte Kurs gehabt. Ja, sie haben mega fair und sie haben eigentlich fast Punkte eher den anderen Teams geschenkt. Also, ich meine, es ist nicht einmal so, dass man sagt, hey, ich glaube, ihr callet scheiße oder so, wir buchen Observer, sondern einfach, es ist ein wichtiger dritter Satz. Und es braucht auch weniger Energie, wenn du nicht die ganze Zeit auch noch musst überlegen, soll ich jetzt callen oder nicht. Ja, also absolut fair. Und ich glaube, alle profitieren von dieser Entscheidung. Okay. Jetzt müssen wir schauen, dass sie in der Kamera stehen. Ja. Louis! Sorry, Louis, I have the best flick. But mind, I got other guys. Mind the camera. Ja, okay. Aber echt ein Observer in dem Fall, der vielleicht high und Zeit schaut. Ich nehm's mal an. Drei Observer? Drei. Ja. Seraphin. Und der Lars kommt auch noch. Interessant. Wir müssen noch schnell nach dem Observer-Ausweis fragen. Wahrscheinlich hat er in Ecuador oder so geholt, ziemlich sicher. In Kolumbien sich ersteigert auf dem Markt. Hey Patty, findest du irgendwo noch einen Snack oder so etwas? Es hat Kekse. Schau, ich habe noch Lasagne. Nein, Lasagne habe ich gar keinen Bock. Wow, aber Lasagne ist real MVP, wenn sie noch warm ist. Ich denke aber nicht, dass sie warm ist. So. Die ist fix nicht warm. Nein. Okay. Gut, wir starten jetzt. Wir nehmen hier schnell ein bisschen Jonas aus dem View. Weil er hat gesagt. Hey, es wird dunkel, ich habe keine Ahnung. Römi hat eine Brille, maybe im Nachteil, I don't know, oder maybe im Vorteil, weil er eine Brille hat. Oh! Aber Surfen brauchst du nicht. Surfen ist auch im Gefühl. Wow. Und hier zeigt uns der Römi, dass er servieren kann. Da ja. Einer darf nicht geflirtet werden, weil Selina muss gehen machen. Darf nicht geflirtet werden? Nein. Bro. Also darfst du schon. Flirtverbot, darfst du aber nicht mit der Selina. Eigentlich hat sie mir nur von ihren nassen Schuhen verzählt. Nicht als Flirt. Erste Eis vom Römi, oder? Erste Eis von Römi, ja. Aber was für eins? Was für eins? Und eine gute Ansage hier. Es ist auch eine trockenere Bedingung, ja. Wahrscheinlich auch in Favor von Römi. Da jetzt aber ein cleverer Lego in die Defense rein. Ohne Chance fürs Defenden. Dann tue ich den noch schnell hier reinhängen. Aber mit der Daumen und Düsseldorf! Ciao, Kakao! Bada bing, bada bung, Römi, Remsi. It's the same! Ramon, righty cut. Viel, viel Power, echt. Sehr ähnlich wie vor der Römi Geist hat. Sehr dreht sich das Zeug. Macht Remsi wieder! Oh, macht wieder, aber der Mann ist doof! Remsi, der Römi! Remsi mit einem crazy Self, Römsi mit einem schwierigen Set auf der linken Pfote. Ja. Und das Schutzding, wie vorher sind manchmal so Sets gekommen, jetzt kommt er nicht. Und das, also, ja, wenn er den zurückbringt, natürlich mega schwierig, aber wäre auch sehr ein wichtiger Hold. Ja. Und ich glaube, das Receiving-Bedingungen wäre das schwieriger. Man sieht es auf der Kamera nicht so gut, ja, weil sie sich, glaube ich, automatisch einstellt, aber
Es wird dunkler. Ja, es wird definitiv dunkler. So wow. Guter Receive jetzt. Und schöner Hit. Rim. Ich glaube, diesmal sehe ich einen eher clean. Gehen aber für Rim? Frage nicht mal den Observer. Wow, da habe ich nicht dafür im Netz gesehen. Okay, 4 zu 1. Wow, ja, 1. CR3 zieht er gerade wieder vor. Jetzt ganz wichtig, dass obwohl der Römi mit dem Ace startet, haben sie die perfekte Antwort. Ist der Lefty Reverse gesehen? Hat ein bisschen so ausgesehen. Oh, das hättest du! Und das hätte ich muss zurück. Und das ist ein perfektes Set! Oh, aber der Römi ist du. Römi ist super. Manu. Super Touch. Oh, der Römi ist auch da! Und da ist der Pulli Brun. Aber was für ein Defense! Richtig wild! Alles Sideout, gell? Ja, wow. Aber erst das zweite in diesem Satz. Easy Sideout. Ja, erst stimmt, Sideout sind in der Mitte. Ja. Ja, ja. Jonas, was? Wenn die bitte weniger innen kommentieren, wenn man die hört, die leider nicht. Wenn man die hören würde, ja, perfekt. Ich weiß, schwierig. Rim geht knapp a Rim. Was kommen? Comments sagen, man hört die. Aber wir reagieren halt ein bisschen dir. Das stimmt. One so. Does not simply no touch steady with a righty cut. 100% correct. Was? Das ist Dunkelheit. Ja, absolut. Das hat jetzt nicht nach einem. Nicht nach super viel Power, gell? Also, ja, und die Hand ist da. Aber ja. Der Touch ist echt nicht optimal. Okay, also schon viel, viel mehr Ass, wo wir jetzt gesehen haben, im dritten Satz. Innerhalb von 7 Punkten als vorher in beiden 2 Sätze. Sicher so. Auch sehr, sehr, sehr gute Hits, aber halt auch. Wow! Oh. Ui. Rim? Ui. Rim? Observer? Observer? Fällt da Rim? Der Lars geht der ohne Zeichen. Seid aber, es ist Rim. Der Lars sieht, das ist super Seid. Aber Lars nimmt seine Rolle an. Das sieht man leider nicht auf dem Stream. Oh! Oh nein! Oh! Oh! Und die, das ist. Die mit dem Regelbuch nicht komplett bekannt sind, der Manu Fakto, Potan, Remsi mit einem kleinen Schritt in. Ja, und echt richtig wichtiger Punkt. Jetzt so wieder Ausgleich 4-4 nach 1-4, wo wir denkt haben, Momentum voll bei CR3. Kommt hier Rimmler Peter wieder zurück. Also ganz wichtig, da schnell wieder die Lücke zuzumachen. Bist du für oder gegen die Regel, dass man das darf oder kann? Ich bin für die Regeln. Okay. Ja, also ich finde auch wichtig, dass sich echt Leute stillhalten rundherum, wenn man am Surf ist. Und Fake ist ein Teil vom Surf. Und wenn jetzt... Ja, aber es ist ja ein extra... Es ist ja kein Fake. Es ist ein Fake, dass der andere sich bewegt. Ja, ich bin jetzt nicht also, ich bin jetzt nicht der ja. Das also, das wäre. Wow! Oh, ein Clever in den Römi hineingelegt, aber der Römi ist da. Oh, Rim. Vielleicht. Ja, vielleicht die linke Hand statt der Backhand nicht auszupacken. Ja, schwierig. Also, er trifft ihn knapp auf den Rim, fällt wenig. Ich glaube, seine Backhand auch so gut. Ja. Aber ja, jetzt wieder. Wow, wir sehen richtig viele Breaks. Ja, wir sehen richtig viele Breaks. Aber es ist echt schön tief, wenn sie ihn haben. Ja, man kann nicht von einem Side-Out-Spiel bis aber jetzt reden. Lange Rede, kurzer Sinn von vorher. Ich bin definitiv gegen die Regel, dass man hier faken darf. Wenn es wirklich nur für das ist, dass man den Gegner möchte. Das sehe ich, den Punkt sehe ich. Und sonst faken, also nichts gegen das Faken. Und wenn sich jemand bewegt während dem Faken, finde ich auch, dass man nochmal anfangen servieren darf. Es geht eher darum, dass es einen Punkt gibt, wenn der Gegner sich bewegt. Ja. Das finde ich nicht okay. Ja. Aber hey. Kann man darüber diskutieren, ja, aber bleiben wir beim Spiel. 5 zu 6, Römi, viel Pressure, Ramon aber mit einem guten Touch, schönes Set vom Sedi. Mir und mir geht für die Option von oben zu setzen. Einfach damit halt, ja, nicht sich noch umpositionieren muss und vielleicht durch Dunkelheit ein bisschen die Genauigkeit verliert. Ja. Bis jetzt aber. Sonst hättet ihr schon echt fast immer vorn, oder? Ja, wenn es gut. Außer er kommt dann mega schnell richtig hin. Ja. Ich glaube, du hättest jetzt Zeit zum Drehen. Ja. Der entscheidet sich aber da von oben zu setzen. Remsi, so eine gute Hitto. Darf man das gerne machen? 7-5. Oh ja. So, zweiter Surf von Ramon E. Nehmen wir an, der geht nochmal voll. Ja, ja. Hey, it's final time. Ja. Keine Zeit für Pudons. Oh, das macht er auch. Aber kommt trotzdem gegen Uffe.
So, Maru, geht recht nochmal für Backhand? Ein Typ da, der Sedi kann eisen. Ich glaube, der Sedi halt gerne ein bisschen auf rechts cheaten. Du kannst halt schon ein, zwei Mal verwischen, wenn er perfekt ist. Hat er auch schon im vorigen Satz. Gut, aber für dich auch sehr gut. Gute Pressure. Ah! Touch springt ihm aber ein bisschen zu fest davon. Ja. Ja, so schwierig. Der Ball bekommt auch so einen krassen Drall. Ja. So schwierig, die Handtouches. Es reicht halt nicht, wenn du mit zwei, drei Fingern dran bist, um schon mit der ganzen Handfläche dran zu sein. Drop! Oh, richtig guter Drop! Wow! Oh, na gut, durch den kleinsten Spalt von der Defense. Aber. Manu den Weg. Warum schüttelt der Manu den Kopf? Hä? Richtig guter Drop Receive, guter Hit. Da kann man sich darüber freuen. Ja, ich glaube, er schüttelt sich den Kopf, dass er so spät erst dran war. Ja, aber er war schon mal so kurz. Also, das ist ja. Also, da muss schon schauen, dass nicht beim Auflöpfen von dem Ball, dass er nicht an den Rim set ist. Ja. Wow, schöner Surf, aber was für ein. Nein, also was für ein Receive. So viel Power in diesem Surf. Und Ramsey receivt er fast auf Körperhöhe. Ja, also. Mit Extended Arm. Nein, schwierig. Seht, was kommt. Aber eigentlich auch schwierig, so zu receiven und vor allem so clean. Also. Schon beeindruckend. Wird langsam richtig, richtig dunkel. Ja. Ich glaube, man sieht es im Stream wirklich nicht so gut. Aber. Wow. Ich würde schon nicht mehr spielen. Also nicht nur wegen der Kälte und dem ganzen Wetter, aber. Oh ja. Ich glaube, mit Abstand das schlechteste auf der Welt, wenn es geht im Dunkeln. Ich habe gar nicht. Also ich kann sonst nicht viel. Aber das ist. Also das. Oh, Drop? Das stimmt natürlich nicht. Aber geiler Hit, also dort hat er wirklich das Maximum vom Pull noch rausgeholt. So. Ja, wenn es dunkel wird, dann haben wir immer Flashbacks ins SM-Finale, wo man halt einfach aufhören kann. Ja. Aber auch sonst allgemein nicht so gerne dunkel spielen. Ja. Aber auch allgemein mit Flutlicht und so. Gut, ich meine, heute hast du schon so viele verschiedene Bedingungen gehabt, dass. Das, wow, okay. Sie sind ja, genau. Du weißt, also es ist echt normal, dass es nicht normal ist. Und der Ball ist jetzt da gerade zwischen zwei Goal verschwunden. Jetzt. Uiuiui. Ui, ui. Du kannst reinlernen. Okay. Es geht da jemand um. Ja, du musst einfach reinlernen. Ja. Oh nein. Ja, das sehen wir jetzt leider nicht auf dem Stream, aber eine ganz schöne Szene. Jawohl! Remy! Safe da! Das ist der Remy! Ja, geht echt das jetzt einen kleinen Boost für Rimle Peter, dass sie den Ball geholt haben? Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Mit grosser Anstrengung. Und jetzt wieder ready sein für den Receive. Boah, aber Sedi hat den Boost hier bei seinem Hit. Oh, wow, smart! Oh richtig smart von Manu. Und ja, Surf mit recht viel Pressure vom Sedi. Das Mal. Oh, nein. Oh, was ist das wieder angeschaut? Oh, man sieht uns im Fall. Ah, doch, man sieht uns wieder. Jetzt sieht man uns. Ja. Okay, alles gut. Ja, wir sind auch nicht so wichtig. Passt schon. Ich hatte das Gefühl, da hat er einen gehabt. So. 9 zu 10, Römi mit dem zweiten Surf und der geht leider an Rim. Sedi freut sich da ins Game. Ja. Hey, also. Ich will mir langsam die Taschenlampe für ihn holen. Handylampe. Ja, jetzt, also. Ist auch für den Observer nicht so eine einfache Aufgabe, ehrlich gesagt. Ja. Vor allem, also ich meine, wenn es keine Wolken da wären, würde es vielleicht gar nicht knapp gehen. Oh. Wow! Was für ein Surf. Faked auf links. Bittet auf rechts. Ja, und mit viel Power. Das ist mal ein guter Trick. He. Links faken, rechts hitten. Sollen wir mehr machen? Vielleicht haben wir da gerade ein Wurmloch gefunden. Boah, und jetzt geht der Wind so richtig.
Aber mein MVP Raul, wo du gerade am Aufräumen ist, rund um uns herum, wir natürlich nicht stören. Wir nehmen die Kälte hier gerne in Kauf. Oi. Jetzt ist 12 zu 9. He? Also jetzt ist ganz wichtig, dass Manu und Römi das können halten und nachher irgendwann mal ein Break zurückholen. Aber es wird von Sekunde zu Sekunde unangenehmer. Mit Wind, mit Dunkelheit, mit Absolut. Gefühl vom Römi. Römi, Sally, Manu. Sagt er, es gibt so ein Wimbledon-Spiel, wo am Schluss nicht aufhört. 10-12. Manu am Surf. Oh! Wow, schöne Pressure! Und die Pressure langt! Wow! Also er ist halt da in seinem Backhand-Stand und kann daraus so richtig scharfe Righty-Cuts rausholen. Schwierig, die zu verteidigen, vor allem, wo nicht spät wo sie für die Backhand. Ja. Darum nicht zu fest auf rechts wo stehen. Manu, 11 zu 12. Geht nochmal für den gleich, der geht den Rim, Sedi nimmt. Ui! Und legt ihn direkt in Manu rein, der sich hier visuell aufnimmt. Und langsam geht auch unsere Kamera auf mit der Dunkelheit, aber es sollte gerade noch gehen. Ja. Schöner Surf vom Sedi, aber geiler Set. Ui! Oh, und der Rammer ist so. Schwierig! Oh. Wow! Ganz krass. Top-Reaktion. Ja, jetzt haben sie Rimle Peters Break zurückgeholt, aber Sedi Ramon holt er ihrerseits wieder gedacht. Und zwar mit Surf-Pressure von Sedi, der dem Ganzen vorausgeht. 14 zu 11, Sedi am Surf. Geht für den Drop. Wieder Touch. Oh, schwierig zum Setten! Was für Touches! Wow! So nah am Netz, so richtig schöne Touches. Einmal vom Ramon und einmal vom Römi, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Oh mein Gott. Light the spark in the dark. Ja. Enjoy the spike in the bright, usually. Aber heute nicht. Also ich würde sagen, mittlerweile haben wir Dunkelheit abbekommen, wo die Laterne langsam würde angehen. Ja, und die Kamera gesehen, es ist so gut wie dunkel ist. Ja, nein, ja. Vielleicht ist. Arbeiten, aber. Nee. Ich nehme an, der im Hintergrund demnächst angehen. Frecher Surf. Und das sehe die wunderschöne Push-Shot im Sprung. Ich finde, es erwartet der Pull. Sehe die almost never pulls. Außer die finde ich schon noch. Halt ihr clever, wie wir es jetzt so machen. Ramon am Surf. 15-12. Ja. Selina, 15-12, glaub. Drop von Ramsey. Das ist die Hechte da noch hinten drin. Das ist schon krass, wie schnell er reagiert. Und einfach eben baut und den noch hat, wo man das Gefühl hat, die kannst du gar nicht mehr haben. Ui, da kommt der Pavio. Okay, jetzt noch Böhnen, neue herausfordernde Bedingungen. Manu am Surf. Wow, schöne Backhand. Side, sie sagen clean, was sagen die Observer? Ich glaube, es hat niemand zum Pocket angerührt. Glas. Unlucky. Aber ja. Vor allem nach dem Super Receiver von MC, aber ich glaube, auf dem musst du einfach callen, wenn du glaubst, dass sie schon die Backhand kann auf den Ohr rutschen. Und call sie lieber. Schöner Surf. Das ist fix Redo, ja. Was für ein geiler Touch von Manu. Wow. So, jetzt echt zweimal sehr nah dran an einem Break. Beides Mal ist das Redo. Ja, da musst du auch Nerven haben. Gut, der erste ist nicht noch am Break. Das ist aber ja. Surf gewesen. Ja. Der MC hat den perfekten Touch gehabt. Aber ja, der zweite sicher noch. Es gibt so viel Power in die Backhand rein. So. Natürlich ein wichtiger Zeitpunkt jetzt, also ein guter Zeitpunkt für ein Break wäre es. Manu. Mit dem zweiten Surf.
Schöne Pressure Side. Und sicher High auch. Ja. Okay. /16:13 Sedium Surf. Geht hier wieder für den Drop. Ich hätte den Gewicht nach vorne und dann trotzdem das noch so. Ja, gut gelöst. Da hat der Set jetzt fast müssen spekulieren. Also. Ja, er probiert noch den Fuß meistens hinzukriegen in den Busch. Okay. Das ist etwas, was ich mir noch gar nicht überlegt habe, dass wir so noch haben. Ja, er liegt halt gerne an bei dem Pull. Ja. Hat noch ein bisschen mehr Rizone und dadurch schafft es automatisch auch noch den Fuß aufzukommen für den Push. Halt natürlich noch ein schwierig, wenn er den Touch hat, noch einen Druck zu kommen. Aber wenn es einfach kann, dann der Sedi. Ich kann da alles spielen. Ist also Sedi. Boah, jetzt regnet es auch noch da draußen. Ganz simpel. Und es windet so richtig. Also, wow. Denen wird nichts erspart hier, uns auch nicht. Es sind etwa 10 Leute hier die Pavillons am Heben und es wird uns so richtig, richtig Regen ins Gesicht. Oh Gott. Aber alle sind am Kämpfen. Alle sind am Kämpfen für die letzten ungefähr 7 Punkte. Man sieht gerade Ball auf dem Stream, wie schlecht das Wetter ist. Jetzt lassen wir mal richtig her. Oh, was ein Receive! Oh, oh mein Gott. Jetzt braucht sie ein gutes Set vom Sandy. Nein, das geht's nicht! Ball im Regen! Fangt den Ball! How the hell? Also, das war jetzt crazy gewesen. Wie kannst du noch so spielen, wenn es so regnet? Wow, was haben wir jetzt für crazy Touches gehabt? Timeout. Ist es ein Timeout? Warum? Das kann nicht. Also, absolut gute Entscheidung, aber. Oh, alle Gott. Leiden, alle leiden, alle leiden. Außer der Louis, der hier noch einen Dance gibt für einen Stream. Der Lars. Ah, der, ist der Lars? Ja, ist der Lars. Okay. Aber das Equipment leidet, die Zuschauer leiden, aber auch aus Spannung. Weißt du, es ist nicht nur die Kälte, es ist alles. Billy, doch lieber, weil da mein Gepäck rechts mit im Regen ist. Irgendwo dort hinten. Menge möchte nur noch ins Warme. Aber sie wollen auch nicht ins Warme, weil es sind noch 3 Punkte. Fucking Championship. Go. Von Matti, ein Respekt an den Server. Da gehen wir gerne weiter. Respekt an den Commentator. Ja. Also, ich sage jetzt auch voll. Ich meine, jetzt gehen wir es auf die Kamera. Das regelt alles in unsere Richtung. Mit dem Laptop. Das ist mit dem hier ein bisschen. Ja, das ist mit dem schon nicht so gut. Absolut. Big, big. Und vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man jetzt am Surf ist, weil bei diesen Bedingungen zu receiven auch gar nicht geht. Surf auch nicht einfach, aber vielleicht lieber die Option, die man lieber nimmt. Ja. Man sieht knapp noch das Feld, wo die Regendorf-Fans auf der Kamera sind. Es ist auch ein Tropfen, der an der Kamera schon hängt. Nein. Was, der Stream sich jetzt abmeldet, so kümmern wir zusammen, bricht es uns leid. Aber wir kämpfen weiter. Absolut. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechtes Equipment. Ah, gut. Haben wir beides.
Manu am Surf, gute Pressure, Seth ist aber da und... Oh, aber der Manu ist da! Oh! Es ist echt zu rutschig. Ja, zu es ist dunkel, es ist alles. Ja. Mittlerweile auch die Laterne im Hintergrund angegangen. Vor allem hat der Römi echt nicht richtig Tropfen auf seiner Bühne. Also, ja, Hut, Hut ja, ist Hut der MVP. Überall, also ich weiß ja nicht, aber... Schöne Surf Pressure von Seti. Und oh, Touch! Touch! Und... Oh! Eieiei! Oh, was ein crazy Touch! Ich glaube... Fünf glaub Breaks so. In der Bedienungen. Ich meine, Receiving ist schwierig. Ja, aber schwierig. Also... Ich meine, der Touch jetzt vom Seti, wow! Und deine Bedienungen noch so raun und spielen, ist auch... Geil. Wenn du den Schnee vom Seti... Aber drop. Gut! Boah, der Römsi... Hit on two! Oh, der Römi weiß es! Der Drop kommt. Manu, wo der extra langsamer macht noch. Selina hat schon weil das, das Game beenden, ist aber noch nicht ganz fertig. Wir sind bis 16:20. Und jetzt muss der Römi 4 Breaks provozieren. Oh, Nummer 1! Oh mein Gott! Und wir wollen nichts verschreien. Aber! Wow. Besser kann der Römi. Ja. Und vor allem nicht einfach jetzt zu receive. Also wenn er einen richtig guten Surf trifft. Dunkel. Das sind die schlechtesten Bedingungen, die du dir vorstellen kannst. Oh! Oh mein Gott. Und wir sehen die Bedingungen on display. So ein Reverse, Alter. Wow. Heimatverbot übrigens. 18:20. Okay. Okay. Receive König Sedi. Oh, der Spieler. Wäre vielleicht einfacher. Mal schauen, was jetzt als zweites kommt. Natürlich super viel Pressure. Der erste kann schon mal durchziehen, der zweite schwieriger. Droppt er. Ui, und das ist es! Ladies and Gentlemen, are the new winners of the Baron Masters 2024. CR3 mit dem Sedi Vidin und dem Ramon Felix. Herzliche Gratulation. Ja. Wir haben sich ganz in dem Background die Sonne wieder langsam durch die Wolken gebracht. Wow, ja. Richtig geiles Game, das wir hier gesehen haben. Also, wow. Riesen Shoutout an Rimle Peter, der da mega gut mithalten. Ja, mega. Nochmal zu Jazz am Schluss. Ganz geil. Während Swiss Rounding hier ihre Chant noch singen. Aber ich würde sagen, geiler Tag gewesen, auch wenn es scheiss Bedingungen, aber toll haben wir draussen spielen, toll hat es stattgefunden, toll haben wir eine Rase gehabt. Absolut. Props an Carlo Engel, der hier ein absolutes geiles Turnier auf Bike gestellt hat. Jerome. Wie fein ist es? Der Mensch neben mir da natürlich auch ein wichtiges Puzzleteil in der Organisation von diesem Turnier. Und auch noch die ganze Zeit kommentiert. Ali Carlo! So. Wir verabschieden uns wahrscheinlich. Jetzt ist die Zeit zusammen rum. Ich denke es ja. Und in Dremigo. Absolut. Hopp Schweiz! Ciao zusammen, merci schön oben und wir sehen euch in zwei Wochen in Schaffhausen beim nächsten Master. Hopp Schweiz! Was vielleicht der neue, also es gibt sicher einen neuen Sieger. Es wird hoffentlich auch mehr. Wir werden drüber in den Schule, aber wir hoffen vor allem auf Firmensetten. Absolut. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen, schön oben. Raul!